Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute beantworte ich die Fragen, die ihr vor ungefähr, ich glaube, 5 Tagen in dem Video stellen konntet. Und mal schauen, was da auf jeden Fall alles rauskam, was ihr alles so für Fragen an mich hattet. Und ich hätte gesagt, wir fangen sofort an. Übrigens, wir sind hier auf irgendeiner Obby, die wir irgendwann mal schon gespielt haben. Ich bin nämlich irgendwie hier mitten auf dem Checkpoint gespawnt und ich hatte nämlich schon 21%. Interessant. Kann sich irgendjemand noch daran erinnern, ob wir mal die Obby hier gemacht haben? Weil ich kann mich daran irgendwie nicht mehr erinnern. So, die erste Frage ist, Leute, wie alt bist du und wie bist du darauf gekommen, Roblox zu spielen? Also, ich bin jetzt momentan 15 Jahre alt und wie ich darauf gekommen bin, dass ich Roblox spielen möchte, ist einfach, weil damals ein Klassenkamerad von mir Roblox gespielt hat und ja, dann habe ich mir auch Roblox runtergeladen und dann habe ich es gezockt. Aber ich hatte, bevor ich diesen Account hatte, hatte ich noch einen anderen davor. Diesen Account hier habe ich erst seit, glaube, 2 Jahren oder so und den anderen hatte ich davor auch schon 1 Jahr. Also ich mache ungefähr Roblox jetzt schon so, glaube ich, circa 3 Jahre. Ich weiß aber nicht ganz genau. So, als nächste Frage haben wir, können wir mal zusammen spielen? Also privat spielen ist ein bisschen schwierig, aus dem Grund, weil ich nicht mit jedem spielen kann. Das wird nicht funktionieren. Ich kann auch schlecht sagen, wann ich halt Zeit habe, weil sich das halt immer danach richtet, wie ich jetzt Videos aufnehme oder halt wie die Schule ist und so. Deswegen, privat spielen ist ein bisschen schwierig. Wir haben ja auch, ich habe auch extrem viele Fans, das müsst ihr auch noch bedenken. Also es ist nicht so, dass ich hier 10 Abonnenten bloß habe, dann könnte ich vielleicht mit jedem spielen, aber bei ungefähr 15.000 Followern wird es schon ein bisschen schwierig. Ihr könnt ein was machen, wenn ich in Roblox online bin, dass ihr mir danach joint. Das machen ja auch manche. So anders so, dass wir mal ein 1 vs 1 machen in Arsenal oder in irgendwelchen anderen Games, ist ein bisschen schwierig. Dann wurde gefragt, wie heißt du auf Roblox? Ich heiße ganz normal ActionWolf_YT. Kann man sich eigentlich ganz leicht merken. Ich werde das Ganze auf jeden Fall noch einblenden. Dann kannst du mir auf jeden Fall in Roblox folgen. Und dann kannst du auch in den Livestreams mitspielen. Dann wurde gefragt, wie heißt du in echt? Also wie ich in echt heiße, will ich eigentlich nicht sagen. Einfach aus dem Grund, weil ich einfach jetzt nicht irgendwie erkannt werden will. Und ja, deswegen, also meinen echten Namen werdet, glaube ich, nie erfahren. Also ich hoffe es auf jeden Fall, weil sonst wäre ein bisschen blöd. Und das kenne ich vielleicht ein paar Leute, die hier in meiner Gegend wohnen. Und deswegen, ich möchte nicht unbedingt, dass dann hier irgendwelche Fans vor meiner Haustür stehen. Die nächste Frage ist, spielst du Rocket League? Ja, Rocket League spiele ich, aber ganz selten. Also das letzte Mal Rocket League habe ich, glaube, vor einem halben Jahr gespielt. Ich weiß nicht, Vierteljahr. Also ich spiele es ganz selten. Und es ist auch so, dass Rocket League momentan bei mir auch nicht auf dem PC geht. Ich weiß nicht, an was es liegt. Irgendwie kann ich die Bildschirmauflösung nicht einstellen und dann spiele ich in HD bloß, aber auf einem Full-HD-Monitor. Das ist irgendwie so winzig, das Bild, oder verzogen. Entweder verzogen oder winzig und dann kann man so nicht spielen irgendwie. Dann kommt die nächste Frage. Kannst du dich mal zeigen? Zeigen will ich mich eigentlich auch nicht. Also habe ich auf jeden Fall nicht vor. Das Ganze liegt halt, wie schon gesagt, schon bei der Frage auch mit dem Namen. Es liegt halt einfach daran, dass ich nicht erkannt werden will. Das verstehen vielleicht ein paar von euch jetzt nicht so unbedingt. Es liegt halt einfach daran, Leute, wenn ihr eine gewisse Reichweite habt. Es ist auf der einen Seite, muss ich wirklich sagen, ist es ein bisschen blöd, finde ich, dass ich jetzt mich nicht zeige und dass mich jetzt keiner kennt und so. Und ich jetzt auch nicht auf der Straße nach irgendwelchen Autogrammkarten gefragt werde. Aber trotzdem, es ist so besser, einfach aus dem Grund, wenn ich jetzt irgendwie mit irgendjemandem was unternehme oder auch privat jetzt ich gehe einkaufen zum Beispiel, da ist es halt einfach blöd, wenn dann jemand einfach an der Kasse steht und dann dauernd nach irgendeinem Autogramm fragt. Es sind dann nicht die Fans, die halt einfach, sagen wir mal, einmal eine Autogrammkarte wollen. Es ist dann halt einfach das Nervende, dass dann zum Beispiel dir auch jemand hinterher rennt. Und ja, das will ich halt einfach auch damit vermeiden. Von wem bist du Fan? Egal was. Ich bin Fan momentan. Ich bin gerade am Überlegen. Ich würde jetzt sagen, kennt vielleicht irgendjemand von euch den Rapper Reportagen? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, den seine Musik höre ich. Fan würde ich jetzt nicht sagen, also ich bin schon Fan, so, wenn man die Musik von ihm hört, ist man dann, glaube ich, schon Fan. Aber, ja, so, ich weiß nicht, so ein richtig großes Idol habe ich jetzt eigentlich nicht. Was sind deine Hobbys? Meine Hobbys sind einmal YouTube, ist ja logisch, Leute, wer hätte es auch gedacht. Und andererseits ist es einfach so, dass ich mal Handball gespielt habe, das war auf jeden Fall auch mal mein Hobby. Dann wurde nochmal gefragt, wie alt bist du? Ich bin immer noch 15, ich werde auf jeden Fall bald 16, Leute. Dann wurde gefragt, wie bist du auf den Namen ActionWolf gekommen? Ich bin auf den Namen
Namen Actionwolf gekommen. Einmal aus dem Grund, weil ich Wölfe halt extrem feier. Und meine Eltern sagen immer, ich mache immer extrem viel Action und so. Und also nicht Action, aber ich bin irgendwie so ein Mensch, der braucht halt irgendwie immer jeden Tag irgendwie was anderes. Ich weiß nicht. Es ist irgendwie so, ich bin eher gesagt immer mal ein Mensch, der viel Abwechslung einfach braucht. Und dann sagen meine Eltern immer so, ja, du brauchst immer jeden Tag neue Action. Und so gab es dann irgendwann diesen Namen. Dann wurde noch gefragt, woher kennst du Sophie? Das ist eine gute Frage, Leute. Es ist eigentlich eine sehr lustige Geschichte und einfach auch, wenn ich jetzt so richtig überlege, einfach eine erstaunliche Geschichte, weil ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe damals mal mit meinem Vater Roblox gespielt, so war das Ganze. Und dann habe ich einfach meinem Vater gezeigt, wie der Roblox-Chat funktioniert. Ihr kennt ja den Chat oben. Habe einfach Hi reingeschrieben. Einfach Hi in den Chat. Und da waren halt irgendwelche anderen Leute noch in der Lobby drin. So, und dann kam halt so, dass irgendein Mädchen random auf das Hi reagiert hat und hat einfach zurück Hi geschrieben. Und das war aber nicht Sophie, sondern ihre Freundin. Und dadurch habe ich dann auch Sophie kennengelernt. Und dann wurde noch gefragt, kannst du mal Skin Contest machen? Aber wir gehen in ein Gebäude, wo die Eier sind oder so. Das mit dem Skin Contest ist immer schwierig, aus dem Grund, weil es immer Leute gibt, die den Skin Contest zerstören. Es ist auch allgemein schwierig, jetzt bei der Masse, weil jetzt auch immer mehr Leute mitmachen. Wenn wir da einen Skin Contest machen, dauert der auch extrem lang. Also momentan ist es halt extrem schwierig, aber ich glaube, das meiste Problem ist halt einfach wirklich, dass hier die meisten Leute einfach den Skin Contest kaputt machen. Also nicht die meisten, aber es gibt halt immer Leute, die den kaputt machen. Und das ist halt immer blöd, wenn da jemand mit einem Auto durch die Gegend fährt. Aber wenn ich gerade am Überlegen bin, wenn wir in einem Gebäude das machen, wäre das eigentlich sinnig. Weil ich glaube, da kann man keine Autos spawnen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das geht. Das müsste man eigentlich mal ausprobieren. Wenn das nicht geht, dann kann auch im Prinzip keiner den Skill Contest kaputt machen und dann hätten wir wenigstens mal einen Skill Contest, wo keiner was kaputt macht. Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Dann können wir auch wieder Skill Contest machen. Und da hat sie noch geschrieben, PS, liebe deine Streams. Das freut mich auf jeden Fall. Dann wurde ich noch gefragt, wie groß bist du? Also von der Größe her, ich bin groß, sagen wir es mal so, aber genaue Daten werde ich auch nicht sagen. Und dann hat er noch gefragt, und warum kannst du nicht länger streamen? Das Ganze ist einfach so, Leute, wenn ich jetzt einen 2-Stunden-Livestream mache, ist das extrem anstrengend schon für mich. Einfach aus dem Grund, weil du halt dauernd die Leute in 2 Stunden unterhalten musst. Das könnt ihr euch im Prinzip so vorstellen, als müsstet ihr ein 2-Stunden-Referat halten. Und das ist halt schon ein bisschen anstrengend. Und wenn ich noch länger streamen würde, ist halt auch, also es wäre für mich einfach nicht machbar, weil ich glaube, dann wäre am nächsten Tag einfach meine Stimme weg. Und das nächste ist einfach das, ich kann halt auch nicht öfter streamen. Einfach aus dem Grund, weil ich halt auch noch ein Privatleben habe. Und ja, ich will halt auch einfach noch Zeit mit meinen Freunden haben und nicht nur immer alles auf YouTube und so. Deswegen, ich glaube, es passt schon so, dass wir 2 Streams in der Woche haben oder ein Video. Das müsste eigentlich reichen, Leute. Weil wenn ich jetzt jeden Tag streamen müsste, ich glaube, das wird dann auch noch eine Zeit langweilig. Deswegen, ich glaube, das passt schon so. Dann wurde noch gefragt, was ist das Gruseligste, was dir begegnet ist oder passiert? Sowas finde ich interessant. Okay, das, wo ich mal im Urlaub war, in der Eifel, da habe ich in mein Bett eine Spinne gefunden. Und das war keine kleine Spinne, das war eine große Spinne. Und ey, wenn du in deinem Bett eine Spinne findest, ich glaube, dann ist es vorbei. Und so war es dann auch. Ich sag euch ganz ehrlich, schlafen konnte ich in der Nacht nicht mehr. Ich habe dauernd gedacht, da wären noch mehr Spinnen im Bett. Waren zum Glück nicht, aber trotzdem. Dann wurde noch gefragt, sollen wir mehr Toiletten ins Badezimmer stellen? Ja, kannst du auf jeden Fall gerne machen, Benny. An alle, die es nicht wissen, Benny hat mit mir mal so eine Fortnite-Map gebaut und deswegen hat er die Frage gestellt. Ja, und er wollte unbedingt, dass es ins Video reinkommt. Dann wurde noch gefragt, was ist dein Lieblingsauto? Also, mein Lieblingsauto ist momentan ein Lamborghini, aber ich würde sagen, mir ist eigentlich egal, welches Auto ich fahre, Hauptsache es fährt so. Dann wurde noch gefragt, seit wann machst du YouTube? YouTube mache ich momentan seit 4 Jahren oder so. Diesen YouTube-Kanal mache ich jetzt momentan erst seit 2 oder 1,5 Jahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das müsste schon 2 Jahre sein. Und davor habe ich auf jeden Fall noch YouTube gemacht. 1 Jahr, wo ich noch mit dem Account von meinem Vater YouTube gemacht habe. Und danach hatte ich noch einen anderen Kanal. Und ja, der lief auf jeden Fall auch nicht. Und dann habe ich den Kanal gegründet und der war der erste Kanal, der über die 50 Abos kam, Leute. Und dann ist noch die letzte Frage gewesen, Leute. Seid ihr zusammen? Ich glaube, er meint, ob ich und Sophie zusammen bin. Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, nein, sind wir nicht. Momentan sind wir noch nicht zusammen. Ich glaube so nicht, dass wir zusammenkommen sollten, aber vielleicht irgendwann in der Zukunft, man weiß es nicht, was in 2, 3, 4 Jahren, 5 Jahren
ist, man weiß es nicht, aber momentan sind wir auf jeden Fall nicht zusammen. Ja Leute, auf jeden Fall, das soll es gewesen sein mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne noch einen Like da. Vergesst nicht zu abonnieren, das wäre auf jeden Fall ganz cool. Und dann hätte ich gesagt, Leute, haut rein, ciao, euer Action Wolf. Wir sehen uns dann im nächsten Livestream oder im nächsten Video. Ciao.